Ich treffe Andreas Bovenschulte in seinem Büro im Bremer Rathaus. Guten Tag, Herr Bovenschulte. Guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mich besuchen im Büro. Ja, sehr gerne. Genau. Das haben Sie von Ihrem Vorgänger hier so übernommen, oder? Nein, das habe ich natürlich auch selber eingerichtet. Zum Beispiel die Bilder sind neu. Das ist ein Bild von einem Maler, Herr Zimmer, Bernd Zimmer. Blitz 2 nennt sich das. Und ja, man sieht den Blitz, ne? Dass es unbedingt der zweite Blitz ist, das erschließt sich sozusagen erst nach näherer Interpretation. Das ist eine Leihgabe unserer Kunsthalle. Und das andere Bild, das ist auch von mir, nur das ist ein japanischer Künstler. Und das Ganze nennt sich Movement of Circles, also Bewegung der Kreise. Hinterher habe ich erst gedacht, dass das so ein bisschen manchmal den politischen Prozess beschreibt, dass man sich in Kreisbewegungen dem Ziel nähert und nicht immer auf direktem Wege. Und würden Sie denn, wenn Sie auf Ihre Legislatur jetzt zurückschauen, sagen, dass Sie sich im Kreis bewegt haben? Nein, wir haben natürlich ganz geradlinig das Land durch die Krisen gesteuert. Die 4 Amtsjahre von Andreas Bovenschulte sind turbulent. Für sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie und der Energiekrise bekommt der Regierungschef bundesweit Anerkennung. Doch es gibt Probleme, die der 57-Jährige mit seiner Regierung nicht lösen konnte. Noch immer ist Bremen Schlusslicht im bundesweiten Bildungsvergleich. Wir stehen natürlich auch für gute Bildung und deshalb kämpfen wir ja jetzt darum, möglichst viele neue Kitas und Schulen zu bauen und zu sanieren. Wir haben das größte Kita- und Schulbauprogramm der bremischen Geschichte auf den Weg gebracht mit 200 Einzelmaßnahmen, weil wir 15.000 Kinder im Land mehr haben als noch 2015. Das ist natürlich eine große Herausforderung und wir wissen, wir brauchen vor allen Dingen Fachkräfte in den Kitas und in den Schulen, weil Kitas ohne Erzieherinnen und Erzieher, da wird kein Kind betreut, und Schulen ohne Lehrerinnen und Lehrer, da wird kein Kind beschult. Und deshalb sagen wir, wir müssen alles tun, um Fachkräfte zu gewinnen. Wir müssen flexibel sein, wir brauchen Seiteneinsteiger, wir brauchen Quereinsteiger, wir müssen neue Wege gehen und dürfen uns nicht von bürokratischen Hindernissen ablenken lassen. Das klingt erstmal gut und nach einem Plan stellt sich natürlich die Frage, warum haben Sie das nicht in den letzten 4 Jahren schon gemacht? Das haben wir ja auch in den letzten 4 Jahren gemacht. Die Bilanz des bremischen Bildungssystems ist ja auch durchaus gemischt. Wir bringen 36% der Schülerinnen und Schüler zum Abitur. Im Bundesdurchschnitt sind das nur 30%. Bei uns haben genauso viele Schülerinnen und Schüler die höchste Kompetenzstufe bei Vergleichstests wie in anderen Bundesländern. Und bei der Digitalisierung von Bildung sind wir ganz vorn. Aber wir haben natürlich auch große Schwierigkeiten, weil über die Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler ein Risikomerkmal aufweist, zum Beispiel armes Elternhaus oder bildungsfernes Elternhaus oder andere Muttersprache als Deutsch. Erfolgreich ist Bremen vor allem als Wissenschaftsstandort. Für den macht sich Andreas Bovenschulte als Bürgermeister immer wieder stark. Zum Beispiel mit einem Neubau fürs Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung. Wenn man Ihr Wahlprogramm liest, dann liest sich da ja auch raus, dass Sie sich durch Innovation und Forschung auch erhoffen, gute Arbeitsplätze in Bremen zu schaffen. Wie hängt das miteinander zusammen? Ja, mein Ziel ist ja, Bremen als Technologiemetropole des Nordens in den unterschiedlichen Bereichen. Jetzt haben wir hier gerade die Meereswissenschaften, aber wir haben ja auch im Bereich von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Robotik ganz große Stärken. Im Bereich der Materialwissenschaften und in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Und es ist natürlich zum einen wichtig, dass man viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Studierende hat, die dann in Bremen sind. Das ist ja schon ein Wert an sich. Aber wir haben natürlich, je mehr Forschungseinrichtungen wir hier haben, haben wir ja auch Unternehmen, die davon profitieren, die forschungsnahe Dienstleistungen erbringen, die Produkte entwickeln, sodass sich ein ganzes System, Ökosystem, sagt man ja, von Forschungseinrichtungen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Unternehmen entwickelt. Und das bringt dann Bremen natürlich voran. Das sind die Arbeitsplätze der Zukunft, die dann auch hier entstehen. Besuche wie hier in der Forschungseinrichtung macht der 57-Jährige gerne. Warum ist das wichtig für Sie als Bürgermeister? Naja, es ist ja immer wichtig, dran zu sein an dem, was die Menschen interessiert und auch zu gucken, wo der Schuh drückt. Es nützt nichts, im Büro zu sitzen und Akten zu studieren. Gerade im Wahlkampf ist es wichtig, mit den Menschen zu reden, zu diskutieren, natürlich zu versuchen, sie zu überzeugen. Die Bremer und Bremerin versucht Andreas Bovenschulte im Wahlkampf auch mit seiner Musikleidenschaft zu überzeugen. Bovi rockt heißt eine seiner Wahlkampfveranstaltungen. Musik.
Mich entspannt das und ich finde, Musik ist einfach die universelle Sprache, die die Menschen verbindet. Ihr politischer Mitbewerber, Herr Imhoff, tritt ja als Tandem an, hat tatsächlich auch ein Lied dazu kreieren lassen. Haben Sie da schon reingehört? Das kenne ich nicht. Ich habe, sage ich mal, sozusagen breite musikalische Interessen, aber das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Das will ich ändern und spiele dem Musikfan Andreas Bobenschulte den Song seines CDU-Kontrahenten vor. Mit Drang im Auf und gib Gewinter, fällt Veränderung nicht schwer. Sie sind es Tandem, sie sind es Tandem, sie sind es Tandem, drüben. Ist das Ihr Musikgeschmack? Jeder macht das, was er für seinen Wahlkampf am besten hält. Und ich setze darauf, dass ich Bürgermeister werde und Herr Imhoff macht das, was er für richtig hält. Dann sind wir gespannt, wie die Wähler entscheiden. Wir bedanken uns für das Gespräch. Vielen Dank. Besten Dank. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.